Ey, habt ihr das gesehen mit diese gute Memes? Dieses Special, ich habe es mir heute angeguckt. Ich habe mir meine Szene. Guck mal, wir können uns das angucken. Wir gucken uns kurz meine Szene dazu an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da drin bin. Ich habe einfach so vorgespult. Dann habe ich mich einmal gesehen und dann habe ich das Video weitergeguckt, weil ich dachte, ich bin Fame. Und danach kam einfach meine Szene. Wir gucken uns mal kurz meine Szene gemeinsam an. Die haben mich anders gefickt. Wir spulen direkt fort zu meiner Szene. Also zu meiner Hauptszene. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so oft davor komme. Wisst ihr? Ich habe es geliked. Ich bin nicht eingeloggt. So. Kanal, der heißt Diese Gut Memes. Was ist das für ein Intro? Digga, das war geil, Digga. Das war eine geile Folge, Mann, aber diese Folge hat mir sehr gefallen. Alter. Sehr starkes Video auf jeden Fall. Jeder war gut. Nicht weiblich aussieht, aber. Ich, weil ich eine Mütze hab. Nee, du siehst so aus wie so ein Junge, der geschminkt ist. Nein, ich hab Krebs. Also das. Ey, ich muss immer noch darüber lachen. Das tut mir ultra leid. Oh, das ist gottlos, Bruder. Diese Route, das kannst du doch nicht reinschneiden, Bruder. Puh. Der war hart, Bruder. Nein, ich hab Krebs. Ey. Ey, ich habe jetzt gar nichts Witziges erwartet, ne? Ich dachte mir, ja, irgend so ein dummer Spruch, aber. Ey, ihr habt alle selber gelacht, also tut jetzt nicht so. Das ist leider genau mein Humor. Ey, richtig dreckig. Richtig dreckig. Das hat mir sehr gefallen. Oh, ich habe ein Herz bekommen, Mama. Ich habe kommentiert. Ob ich jetzt Fame bin, ich weiß gar nicht. Hat Unge drauf reagiert? Ich wollte jetzt nicht komplett drauf reagieren, weil man sieht ja nichts Neues eigentlich, wisst ihr? Aber ey, wirklich, warum hat keiner von denen gelacht? Die können mir nicht sagen, die fanden es nicht witzig. Nein, ich vergesse euch nicht. Ich vergesse euch erst, wenn Leute kommen, die noch mehr Geld spenden als ihr. Ist das gerecht? Ist das korrekt von mir? So, wir reagieren jetzt auf diese gut Memes. Nein. Die hatten niemals SEK-Einsatz, oder? Ey, die hatten doch keinen SEK-Einsatz. Das ist doch zusammengeschnitten. Nein. Ernsthaft jetzt? Ey, bitte. Sind, weil den Nachbarn geklingelt haben und so weiter. Und sie hat sich darüber bei Instagram zu Recht aufgeregt. Keine Ahnung. Belliridona. Was? Belliridona. Loredana. Ah, Loredana, ja. Es wäre. Am Rande des Tempelhofer Feldes scheint die Sonne, als drei Männer an die Familie Rabi herantreten. Ein kurzes Wortgefecht, tschüss. Ey, ich schwöre es dir, genauso 0 Uhr. 0 Uhr hier, also ich hatte ja vor euch 0 Uhr, war genauso bei mir. Ich lag einfach im Bett, ich hab mich einfach ins Bett gelegt. Und dann bin ich später rausgegangen und hab dann ein bisschen draußen so was gedreht. So heiß ist es hier gar nicht? Als der Typ, der heute Morgen aufgewacht ist, war er noch weiß? Ich hab gar nichts gemacht. Endlich habe ich alles. Junge, bewahrt es. Voll witzig, lach mal, ey, du, lach mal, lach! Ich hoffe, es kommt noch was zum Lachen. Bis jetzt ist es wieder so eine kritische Folge, ne? Also meine Lieblingsfolge war echt die Krebsfolge. Ey, sag mal, wo hast du deine Schuhe her? Mann! Habt ihr gesehen, was? Hallo Casey Rebel. Hallo. Sollen wir dich Casey nennen? Gerne. Wie nennt dich deine Mama? Ohne Gurke. Verstehe ich nicht. Hä? Wie meint ihr das ohne Gurke? Was ist das für Verpackungen? Offen und entschlossen auf Neues einlassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, Lüge. frohes Lüge. und gesegnetes neues Jahr 2020. Lüge, Lüge, Lüge. Würdest dir nur Manuelsen kann mich zum Lachen bringen.
Cool comme chien, mais tout comme fait, avec mes deux traquilles là. Oh, oh. Plus de musique, plus de musique. Chatej më plirë? Qysh? A? A gjove? Qa? Ja, 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 su kone vërtit, nalu, nalu. Shpëtoj, no, no, no. Me për zotim shpëtoj! E, e, o, o, nalja bre, e! O, natër e mirë, e! O, natër e mirë, mos! Natër e mirë! Ist das echt? Ja, ja. Ist das echt? Nein, das ist doch fake. Ja, 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 o, natër e mirë! Togo ki pareshaniya batajnë. जी बिल्कुल, कोटसेटा के इलाके जखर इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस यहां पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरिया बर्द हो चुकी हैं और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। Weißt du warum? Ich habe eine Frage, ja? Weißt du, warum eine Frau immer mit der Linken zuhaut? Eine Frau? Ja, warum sie immer mit der Linken zuhaut? Weil sie keine Rechte hat. Weil die keine Rechte haben. Sir, do you know why? Can I see your license and registration, please? Sure. Hä? Ah! Ich hab's verstanden. Ey, habt ihr den verstanden? Habt ihr den verstanden? Der ist geil. Der Witz ist heftig. Das ist ein dreckiger Witz. Das ist wieder so ein Witz, den ich mag. Diese gute Memes. Die, ey, hört auf damit. Ihr nehmt mich richtig hoch mit euren Videos. Frohes Neues euch alle. Frohes Neues. Diese Rakete ist für unser neues. Bicken hat unter meinem letzten Video kommentiert, dass er bei einer Steigeinfolge mitmachen würde, wenn ich ihm 2000 Euro zahle. Ich sag euch ehrlich, ne? An Jans Stelle würde ich die 2000 Euro zahlen. Jetzt mal ohne Witz, ne? Also erstens, bei ihm läuft ja, mashallah, sehr, 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 sehr gut, seine Klamotten, ne? Und diese 2000 Euro, die würde ich investieren. Er würde locker 1 Million Klicks machen. Die Leute würden, 1 Million Klicks würde er safe machen mit Bekir. Jan hat sich immer über Bekir lustig gemacht und dann sitzen sie zusammen, machen so eine Folge. Ich würde das machen an Jans Stelle. Der Typ ist nächstes Jahr Millionär. Nee, wir haben schon nächstes Jahr. Er wird 2021 Millionär. Ich würde diese 2000 Euro auf jeden Fall. Nur für den Drip, für den Grind. Oder ist doch egal, ob er das reinholt oder nicht. Ey, scheiß mal auf diese 2000 Euro. Er holt mindestens 500 rein. Oder 1000 Euro. So. Aber du musst überlegen, das wäre einfach eine Legende, wenn er das machen würde. Ist doch scheißegal. Seine Marke läuft. Nein, warum soll es seiner Marke schaden? Die Leute werden sich totlachen. Ich würde mit ihm das Video drehen und dann würde ich genau in dem Video Werbung für meine Marke machen. Boah. Das wird krass. Er wird dann nicht in 20 Minuten ausverkauft sein, sondern in 3.